Weil wir uns schon lange mit dem Thema Robotik beschäftigen und weil wir glauben, dass Robotik in der Chirurgie eine der Zukunftsoptionen ist, dass wir vermutlich in einigen Jahren fast alle oder sehr viele Operationen mit einem Roboter durchführen. Und von daher haben wir uns recht frühzeitig entschieden, jetzt ein neuartiges System hier zu installieren, was in unseren Augen einige Vorteile hat. Und wir glauben, dass der größte Vorteil hat, ist, dass man wirklich sehr präzise arbeiten kann. Es gibt kein Zittern mehr und der Roboter setzt 1:1 um, was der Chirurg ihm sozusagen übermittelt an der Konsole. Der Chirurg sitzt also seitlich des Patienten und bedient den Roboter. Während der Chirurg sonst nach einem langen OP-Tag am OP-Tisch stehend, natürlich auch doch ermüdet, und das ist natürlich auch wieder schlecht für den Patienten, kann er hier in einer sehr entspannten Situation sitzend den Patienten operieren. Und da sehen wir den großen Vorteil darin. Es gibt eine aktuelle Studie aus den Niederlanden, dass 70% der Chirurgen am OP-Tisch verletzt werden oder erkranken. Zum Beispiel eine Krampfadererkrankung bekommen oder sich halt verletzen und sich damit mit Hepatitis anstecken. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, dass ich nicht mehr direkt am OP-Tisch bin, sondern halt seitlich vom OP-Tisch sitze und dann den Patienten halt operieren kann. Und das scheint wirklich auch so zu sein, dass wir da viel entspannter sind und auch, was ich für mich aus sagen kann, ich operiere sehr viele Leistenbrüche. Und da stehe ich seitlich am OP-Tisch und muss quasi immer in so einer Stellung operieren. Das geht natürlich sehr auf meine Schulter. Und das habe ich jetzt nicht. Das heißt, ich habe sehr viel weniger Schulterschmerzen nach einem OP-Tag, wie das früher der Fall war. Also man kann sagen, aus der ganzen Welt. Wir haben aktuell heute Kollegen von der Cleveland Clinic, einer der Top-Kliniken aus den USA hier. Die Zulassung dieses Roboters in den USA wird für Ende des Jahres erwartet, sodass wir sehr viele Kollegen aus den USA haben, die sich jetzt hier das System sozusagen in Live-Bedingungen anschauen wollen. Es ist ein sehr großes Interesse, auch aus osteuropäischen Ländern. Wir hatten Kollegen aus der Ukraine, aus Weißrussland hier. Natürlich auch aus dem näheren europäischen Umfeld. Kollegen aus der Schweiz, aus den Niederlanden waren hier und haben sich dieses System angeschaut, aber auch natürlich in Deutschland, also benachbarte Kliniken hier aus Gießen zum Beispiel, von der Universität waren hier, sodass wir eigentlich jede Woche Kollegen hier haben, die sich das System anschauen wollen. Das ist natürlich durchaus auch eine ökonomische Frage. Zurzeit haben wir überhaupt keine Refinanzierung dieses Roboters. Das heißt, ob ich einen Patienten normal operiere, laparoskopisch, also minimalinvasiv, oder mit dem Roboter, das Krankenhaus bekommt das gleiche Geld. Aber so ein Gerät ist natürlich sehr teuer und auch im Unterhalt teuer. Und das ist natürlich dann schon eine Frage, ob sich so ein Krankenhaus so ein System anschafft. Das werden sicherlich so im ersten Schritt sicherlich nur die größeren Kliniken sich anschaffen können, die dann auch komplexe Operationen damit durchführen können. Von daher wird es sicherlich nicht ein System sein, erstmal für die kleineren Häuser, aber für Schwerpunktkliniken ist das sicherlich die Zukunft. Musik